Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Guide drüber präsentieren, wie man zu den Chicken Class Mounts kommt. Und wie ihr seht, ich sitze schon auf dem, beziehungsweise ich sitze nicht auf dem Class Mount vom Druiden, sondern ich bin das Class Mount vom Druid. Beim Druiden ist es nämlich die einzige Klasse, wo man ja keinen Class Mount an sich kriegt, sondern man ändert einfach die normale Gestalt. Und das kann man übrigens auch rückgängig machen, wem jetzt die Eule hier zum Beispiel nicht so ganz zusagt. Und zwar zeige ich das jetzt gleich mal zu Beginn des Videos. Übrigens, Inhalt des Videos sind alle Class-Mounts, wie sie aussehen, plus Varianten und auch, wie man jetzt dorthin kommt. Also sprich, erstmal eine kleine Erklärung. Jetzt zeige ich euch das mal kurz. Ich kann hier mit der Tusse quatschen und habe dann auch meine alte Gestalt wieder. Also für die Leute, die es jetzt schon gleich am Anfang sagen, die Gestalt sieht kacke aus, ich will sie nicht. Bitte macht das rückgängig und wenn ich nochmal mit ihr quatsch, dann habe ich wieder die neue Gestalt, die übrigens auch ein Doppelmount ist. Also sprich, ihr könnt mit der eurer Druid-Reisegestalt an einen anderen Spieler mitnehmen. Vielleicht so als kleine Info am Rande. So, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal damit an, was ihr als Grundvoraussetzungen braucht, um hier die Class Mounts erspielen zu können. Und zwar braucht ihr als allererstes zwei Achievements, beziehungsweise, ja, als allererstes braucht ihr das Flug-Achievement. Das finden wir hier unter Erkunden, dann unter Legion und dann haben wir hier den Pfadfinder von den verheerten Inseln und da braucht ihr zwei Teile, den ersten Teil und den zweiten Teil. Ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht mehr im Einzelnen eingehen. Da müssten schon die meisten die Informationen haben, wie man zum Fliegen kommt. Die beiden Achievements braucht ihr und zusätzlich braucht ihr noch ein zweites Achievement. Und zwar braucht ihr dann unter Quests hier Sturm auf das Grabmal. Das ist die Kampagne von den Legionsrichtern und die müsst ihr einmal komplett abgeschlossen haben. Und jetzt kommt die wichtige Information. Ihr braucht das bei jedem Char, wo ihr die, die Mount-Quest machen wollt. Also sprich, wenn ihr jetzt mit dem Main das hier fertig habt und auf dem Twink lockt und die nicht fertig habt, könnt ihr mit dem Twink nicht die Order Hall Quest machen fürs Mount. Das geht nicht, ihr müsst das wirklich fest einmal durchhaben. Das mit dem Fliegen ist account-wide, das ist vollkommen wurscht. Wenn ihr mit einem Char das Fliegen freigeschalten habt, könnt ihr es mit allem machen, dann ist das egal. Aber das hier müsst ihr mit jedem Char neu machen. Was ist die Kacke an der Geschichte? Und zwar habt ihr hier mehrere Blocker-Sachen drin. Ihr könnt theoretisch die einmal an einem Tag durchziehen, weil es nicht mehr diesen Weekly Lockout hat, wie es am Anfang war, dass es jede Woche eine neue freigestanden wird, sondern ihr könnt es wirklich auf einmal machen. Aber es gibt zum Beispiel eins, wo ihr 12 World Quests machen müsst auf der verheerten Küste. Blöderweise sind an einem Tag keine 12 World Quests da. Sprich, ihr müsst dann auf den nächsten Tag warten. Dann gibt es eine, wo ihr eine Mission losschicken müsst von den Legionsrichtern. Da habt ihr blöderweise auch die Geschichte, dass ihr vielleicht jetzt gerade keine Mission habt oder dann auch wieder warten müsst, bis diese Mission fertig ist. Auch eine Blocker-Sache. Und zusätzlich haben wir die Geschichte, dass ihr einmal einen Anhänger in eure Order Hall anheuern müsst. Und um diesen Anhänger anheuern zu können, müsst ihr die Order Hall-Kampagne gespielt haben. Also sprich die Kampagne, wo ihr hier das dritte Relikt-Slot teilkriegt. Und wenn ihr jetzt sagt, ich spiele mir nur schnell einen Twink hoch, so wie es mein Plan war, um dann die Mount-Quest zu machen, um dann alle Mounts sich zu erspielen, dann habt ihr die Problematik, dass ihr halt diese Order Hall-Quest einmal komplett durchspielen müsst, um dementsprechend den dritten Slot zu kriegen und dann diesen Anhänger für die Legionsrichter-Kampagne zu machen. Das letzte ist noch diese Mission, wo also bei der vorletzten müsst ihr eine Mission losschicken von den Legionsrichtern, also ich glaube für das hier müsste das gewesen sein und da müsst ihr gucken, die sind relativ hochstufig, also sprich ihr braucht mit eurem Charakter auch Anhänger, die ihr losschicken könnt in eurer Ordenshalle, die dementsprechend auf 110 sind und ein bisschen Ausrüstung haben, also sprich mit einem frisch 110er wird es relativ schwierig, diese Grundvoraussetzung als erstes zu absolvieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, also sprich fliegen könnt und das hier abgeschlossen habt, sprich, ihr gebt die letzte Quest hier auf der verheerten Küste ab, bekommt ihr direkt neben dem Questgeber, wo ihr es abgegeben habt, eine Quest, dass ihr in eure Ordenshalle zurückgehen müsst und dann beginnt die Questreihe für eure jeweiliges Classmount. Das sind ganz verschiedene Sachen. Ich habe mir bis jetzt zwei Sachen angeguckt, beim Druiden zum Beispiel und beim Hexenmeister. Beim Druiden musste ich einfach nur hingehen und zwei verschiedene Szenarios machen, die man solo machen, anscheinend wahrscheinlich nur solo machen kann. Das war eine schnelle Sache, das war eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Das hat echt nicht lange gedauert. Beim Hexer sah es da ein bisschen anders aus. Da musste ich dann erstmal ein paar Matzema Haar auch kaufen. Dann musste ich ein paar Mobs umhauen und ich musste aber auch auf eine Invasion warten und eine Invasion durchspielen. Und wenn natürlich gerade keine Invasion ist,
dann kannst du diese Quest in dem Moment nicht machen, musst halt auf die nächste Invasion warten. Ich habe mir sagen lassen, beim Schurken muss man zum Beispiel in die feindlichen Hauptstädte gehen, da irgendwelche NPCs umhauen in jeder Hauptstadt. Also sprich, die variieren schon relativ stark, je nachdem. Manche sind halt wirklich extrem schnell und andere sind ein bisschen aufwendiger, weil man auf bestimmte Events warten muss. Großer Aufwand ist es dann nicht mehr. Der Hauptaufwand ist wirklich erstmal, dass, diese Legionsrichter-Kampagne zu machen, wenn ihr das mit dem Twink habt und mit dem das noch gar nicht angegangen seid. Die Quests an sich jetzt beim Druid waren relativ viele Elite-Gegner, also wenn man da gar kein Gear hat, könnte es vielleicht schwierig werden, aber an sich sollte das man auch mit einem low-equipped Char schaffen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was es für Mounts von den einzelnen Specs gibt, beziehungsweise was ihr da für Varianten habt, und da habe ich mir schon mal ein bisschen was rausgesucht. Und zwar werden wir da jetzt mal anfangen mit dem DK. Da suchen wir jetzt erstmal die Mounts oder das Mount raus. Und dann haben wir hier das erste. Ich schalte hier euch mal das Ganze ein wenig größer, dass ihr das besser sehen könnt. So, jetzt haben wir das ein bisschen größer geschalten. Und zwar beim DK gibt es drei verschiedene Mounts, die ihr euch holen könnt, beziehungsweise es ist ein Mount mit drei verschiedenen Ausfertigungen, je nach Skill. Also ihr holt euch einmal das Mount und dann, wenn ihr andere Specs seid, bekommt ihr andere Farben. Hier seht ihr das Grüne, dann schalten wir jetzt einmal um, dann seht ihr hier das Blaue. Wenn wir dann nochmal draufklicken, dann haben wir nochmal das Grüne. Wir müssen halt jetzt, also wenn wir öfter auf das gleiche Mount drücken, dann sieht man die verschiedenen Farben. Hier haben wir zum Beispiel noch das Rote. Ich muss sagen, ich finde das vom DK eins der coolsten Mounts, einfach so, weil es so ein bisschen in die Richtung von dem ECC-Mount geht, was eh schon ziemlich eine coole Sache ist, aber nochmal ein bisschen detailreicher gestaltet ist, und die Farben, vor allem das Rote, finde ich halt richtig nice. Ich glaube, das Rote ist Blut-DK, das Dings, das Blaue müsste Frost sein und das Grüne wahrscheinlich Unholy. Nehme ich mal schwer an, aber das ist jetzt eine Mutmaßung meinerseits. Ja, dann schauen wir das zweite Mount an, und zwar haben wir das vom DH. Das ist das schicke Ding. Funktioniert wieder gleich, einfach die Questreihe machen, dann bekommt er das Mount. Hier gibt es nur eine einzige Ausfertigung. Es ist ein Mount mit einer Ausfertigung, also sprich, habt ihr da nicht verschiedene. Das ist wirklich bei den ganzen Klassen unterschiedlich, wie viele Ausfertigungen ihr habt, beziehungsweise wie viele Mounts ihr an sich habt. So, dann gucken wir das vom Druid an. Das ist das, was ich hier gerade fliege. Das ist das Einzige, wo nicht hier in der Liste drin ist. Und es zählt natürlich auch nicht als Mount hier hoch, weil man dementsprechend einfach eine Fluggestalt hat. Aber ich habe ja am Anfang gezeigt, man kann das theoretisch, wenn man sagt, das ist hässlich, das will ich nicht haben, diese Eule. Und ehrlich gesagt, ich finde es jetzt nicht sonderlich hübsch, ne? Wobei, jetzt, wenn ich sie länger betrachte, ich habe mich mittlerweile jetzt dran gewöhnt, das geht eigentlich, ja. Kann man sie halt auch wieder abwählen, wenn man sie nicht haben will. Genau. Dann, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, je nach Rasse sieht diese Fluggestalt anders aus. Also sprich, wenn man jetzt Troll ist, sieht sie anders aus. Wenn man jetzt Taure ist, sieht sie anders aus. Beim Vox sieht sie anders aus. Also sprich, je nach Rasse hat man verschiedene Aussehen und verschiedene Farbgebung. Ich kann es jetzt nochmal zeigen. Es wird schon nochmal hier, also da ist diese Eule, ein bisschen näher nochmal zum Angucken. Und wie gesagt, da kann man sich halt hinten mit draufsetzen auf das Ding. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter und schauen wir uns die vom Hexer an, die ich persönlich am schönsten finde. Und zwar geben wir da mal Netherfürst ein. Und ihr seht schon, hier oben, das eine habe ich schon erspielt und es wird selbst bei mir als Druid angerechnet, dass ich das Mount habe, was ich sehr gut finde. Weil sonst hat man unten in der Liste 10.000 Mounts drin, die man in Anführungszeichen nicht hat. Und man immer gucken muss, okay, welche Mounts brauche ich noch. Deswegen finde ich es ganz praktisch, dass, wenn ich das als Hexer gesammelt habe, dass es oft bei mir als Druid zählt. Ich kann aber nicht aufsitzen. Also es gibt hier, ich kann mal nochmal switchen, es gibt da nicht die Möglichkeit, dass ich dann aufsetzen kann. Das ist ausgegraut. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich die Kamera da blöderweise drüber habe. Aber ja, ihr seht auch hier, dass es rot ist. Aufsitzen kann ich nicht, aber es zählt für mich als Mount und es zählt auch die Anzahl dementsprechend hoch. Vielleicht für den einen oder anderen Mount-Sammler, der sagt, okay, mir geht es um die Anzahl, wie es mir zum Beispiel auch geht, ist das vielleicht eine ganz nette Sache. Ja, dann schalten wir wieder groß. Beim Hexer ist es ein bisschen ein Sonderfall. Und zwar gibt es bei dem insgesamt auch drei Mounts, aber nicht drei Farbgebungen für die Specs, sondern es gibt wirklich drei verschiedene Mounts, die alle dasselbe Model haben, aber sehr, sehr unterschiedlich aussehen von der Farbgebung. Wir haben einmal das Grüne, das scheint das Grundmount zu sein, das habe ich auch als erstes gekriegt. Ihr seht, ich habe das hier schon mir mit dem Hexer erspielt. Dann gibt es hier dieses Lilane und dann gibt es noch hier das Rote. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar
diese anderen beiden könnt ihr euch freispielen. Das geht nicht nach Spec, also sprich, egal in welchem Spec ich bin, am Anfang habe ich immer das grüne Mount. Die anderen beiden kann ich mir eins dadurch freispielen, dass ich einen Erfolg mir hole. Und zwar brauche ich da den Erfolg, Moment, wo haben wir einen Order Hall, Artefakt, und zwar ausgeschöpftes Potenzial, wo ich alle Trades von meiner Artefaktwaffe freischalten muss. Was heißt das? Und zwar, ich muss nicht das hier komplett auskillen, sondern ich brauche bloß hier alle Trades einmal skillen, also sprich den 52. Trade ist es, glaube ich, also dass ich da einmal reinskill, dass ich alles einmal gedrückt habe, dann kriege ich das Achievement und dann bekommt man beim Händler habe ich mir sagen lassen, für 10.000 Orderhall-Ressourcen kannst du dir dann anscheinend einen von den beiden Hexer-Dingern holen und den anderen von den beiden, ich kann euch jetzt leider bloß nicht sagen, welchen es zu kaufen gibt, dann wenn du das Achievement hast und welchen man sich durch anderen Weg noch holen kann, das weiß ich jetzt leider nicht, aber auf jeden Fall eins von beiden kriegt man. Und das andere, das droppt dann bei einem Rare-Mob und zwar auf der verheerten Küste. Und soweit ich weiß, ist der irgendwo hier, war das, glaube ich, genau. Dann mache ich das nochmal vielleicht ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Hier war dieser Rare-Mob und zwar Lord Helnurat heißt der. Und der kann das dann droppen, aber anscheinend nur bei Hexenmeistern. Man hat ja vorher schon ein bisschen spekuliert, wo man das genau kriegt. Warte mal, ich glaube, ich kann euch doch sogar sagen, welches es ist. Netherfürst. Und zwar genau, das hier kriegt man Lord Helnurat. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Dieses hier kriegt man, warte mal, es wieder ein bisschen größer. Dieses hier kriegt man bei dem Mob und anscheinend kann man sich dann das hier kaufen. Steht der Schreckensnarbe so rum. Das kann man sich dann bei dem Händler hier dementsprechend kaufen, wenn man halt das Achievement freigeschalten hat. Genau, dann kommen wir zum nächsten und zwar kommen wir dann zum Hunter. Da schauen wir mal. Meisterjäger heißt das. Da haben wir auch wieder drei verschiedene Farbgebungen. Das sind diese, ja, so eine Mischung aus Wolf und Windhund, würde ich jetzt mal sagen. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Passt auf jeden Fall relativ gut zum Hunter. Und eine Farbgebung kriegt man sofort und die anderen beiden Farbgebungen, die bekommt man auch wieder über das Achievement mit dem ausgeschöpften Potenzial. Dementsprechend braucht man da auch wieder 52 Trades. Genau, dann schauen wir mal noch den Worry an, und zwar Schlachten geben wir hier ein. Hier seht ihr, haben wir wieder ein Mount nur, und zwar einfach müsst ihr diese Questreihe machen, ihr kriegt das eine Mount, und dann ist es so, dass es verschiedene Farbgebungen hat, je nachdem in welchem Spec ihr seid. Und zwar habt ihr gesehen, hier haben wir einmal rot gehabt, dann haben wir einmal hier die lila Farbgebung, nochmal die rote und hier nochmal die schwarze. Ich weiß jetzt aber leider nicht, welche für welchen Spec ist. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Worry habe ich mir noch nicht erspielt. Auf jeden Fall ein Mount. Müsst ihr dann nichts mehr machen, sobald ihr es habt. Drei Farbgebungen, seid ihr fertig damit. Gut, dann als nächstes haben wir das Mage Mount. Magier. Da haben wir dann so eine, ja, so eine Platte. Hier ist es auch wieder so, dass wir einen Mount haben, aber drei Farbgebungen. Und je nachdem, was ihr für ein Spec seid, kriegt ihr eine bestimmte Farbe. Hier zum Beispiel das Feuerding kriegt ihr im Feuerspec. Dann haben wir hier das Eisteil, kriegt ihr im Eisspec, also Frost. Und dann haben wir noch das letzte, der Arkan müsste auch noch irgendwie kommen. Ah, hier haben wir das Arkan. Muss halt immer ein bisschen rumklicken, dass man das Richtige kriegt. Und hier haben wir das Arkan-Ding noch. Ist jetzt nicht spektakulär, aber ich finde es eher so im Mittelfeld von den Mounts. Manche gibt es, die nicht so geil aussehen, wie zum Beispiel diese Eule, die ich hier als Druid gekriegt habe. Dann schauen wir das Monk-Mount noch an. Und zwar ist das Großmeisters. Das ist das hier. Das ist einfach so ein Tiger. Es ist auch nur ein Mount, gibt auch keine Farbvarianten. Also sprich, ihr macht einfach die Quest und habt euer einziges Mount und müsst danach nichts mehr machen. Genau. Dann haben wir noch Paladin. Und zwar Hochlord heißt das Mount. Hier gibt es insgesamt vier Stück mit vier verschiedenen Farbgebungen. Und die Farbgebungen, die sind auch wieder abhängig von, also machen wir mal ein bisschen langsamer, hier ist das Goldene. Dann haben wir das Rachsüchtige, das ist so ein bisschen rot. Dann das Tapfere, das ist halt so ein bisschen lila mit da drin. Und Wachsames, das ist eher so ein bisschen silberweiß gehalten. Und das erste kriegt ihr auch wieder, indem ihr einfach ganz normal die Quest macht. Danach, die anderen könnt ihr euch holen, nachdem ihr den 52. Trade reingeskillt habt, wie bei den anderen beiden auch so, also sprich wie bei Hexer und wie bei Hunter. Das sind die einzigen, wo ihr Zusatzvoraussetzungen habt. Ja, dann gucken wir uns noch Priester an.
Priester haben wir hier. Und zwar ist das auch wieder ein Mount, das ihr euch farmen könnt. Also ein einziges müsst ihr spielen. Und hier ist es wieder mit Skillungen. Also sprich, ihr seht hier die dunkle Variante, das ist das vom Shadow. Dann haben wir nochmal das vom Shadow. Hier haben wir das, glaube ich, vom Holy, das ist das helle. Und dann gibt es noch eins vom Disty, das ist so ein bisschen, ja genau, das ist dieses weißlichere. Beziehungsweise ich bin mir jetzt sicher, was jetzt Disty und was jetzt Holy ist, könnt ihr mir gerne auch unten reinschreiben. Ich glaube jetzt mal, das gelbe müsste das Holy sein, das weiße müsste das Disty sein. Ist jetzt aber auch nur eine Mutmaßung. Und ehrlich gesagt, ich finde, also so ist die Form schon ganz schön, aber der Kopf passt einfach nicht drauf. Dieser komische Eulenkopf ist genauso hässlich wie der Eulenkopf. Also ich bin einfach kein Eulenfan, ihr merkt schon. Genau, dann haben wir hier noch das vom Schamanen, das ich richtig, richtig nice finde. Und zwar sind das so Elementare. Hier haben wir auch wieder ein einziges Mount, aber wieder drei Ausfertigungen bei diesem einen Mount. Und zwar gibt es dann dementsprechend hier die, ja, die Windelementar-Version. Dann gibt es die, ja, nochmal eine Windelementar-Version, die so ein bisschen stürmischer unterwegs ist, ein bisschen dunkelblauer ist. Und dann haben wir nochmal eine dritte, und zwar, die ist feuermäßig. Ich glaube, das hier, das Feuerding, müsste Ele sein. Und die anderen beiden weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das Blaue ist Enhancer und das Weiße ist Heal. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht genau. Ich weiß bloß, dass das auf jeden Fall die coolste ist. Und ich finde das auch eines der coolsten Class-Mons überhaupt. Und das ist auf jeden Fall Ele, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich hauptsächlich Enhancer spiele mit meinem Charmy, die blöderweise nicht habe. Gut, und dann kommen wir jetzt noch zur letzten, und zwar haben wir da Schurke. Ach ne, Schurke funktioniert. Und da haben wir auch wieder drei verschiedene Gestalten. Und zwar einmal hier diesen roten Raben. Dann haben wir hier so ein bisschen dunkleren schwarzen Raben. Der ist eher so dunkelblau-mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Dann der ist eher schwarz. Und dann haben wir noch so einen grünlichen. Also sprich auch wieder drei Mounts. Wo man dementsprechend ja, sich alle drei verschiedenen holen kann. Ja, das wären alle Mounts durch. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare unten schreiben, welchen ihr am coolsten findet, ob ihr schon einige gespielt habt. Ich habe jetzt hier die Informationen, die ich bis jetzt zusammengetragen habe, hier im Video präsentiert. Wenn ihr euch, wenn ihr einige Mounts erspielt habt, beziehungsweise noch andere Informationen habt, schreibt die gerne mit unter die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Ich werde mir jetzt in nächster Zeit alle Mounts erspielen, werde dann auf jeden Fall die, wie ich mir die Mounts erspielt habe, hochladen, also sprich so kleine Let's Play-Form. Und vielleicht, wenn ich dann noch Muße habe und schnell genug bin, werde ich dann vielleicht auch für die einzelnen Dinger nochmal einen kurzen Guide machen mit so Steps, mach das, mach dies, mach jenes. Da bin ich aber noch überlegen, ob das überhaupt notwendig ist, weil die, was ich bis jetzt gespielt habe, die waren relativ kurz und relativ simpel. Ja, wobei beim Hexer waren schon der ein oder andere Kniff vielleicht drin. Also das muss ich mir nur überlegen, ob ich das vielleicht noch zusätzlich mache. Das werden wir aber dann sehen. Diese kleinen Let's Plays, wie ich es gespielt habe, kann ich aber auf jeden Fall die Tage dann hochladen. Und ja, wie gesagt, ihr seht ja oben, warte, das schalten wir wieder um, zählt es ja immer schön einen Mount hoch. Also sprich, wenn man sich alle holt, hat man dann doch schon einige Mounts mehr, die man sein eigen nennen kann, und das erhöht natürlich auch so ein bisschen den Counter und ja, damit natürlich das Mount-Sammler-Ego, das natürlich ganz, ganz wichtig ist. Ja, das war es soweit von dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, Lieblingsmount unten rein posten. Wenn ihr mehr Informationen habt, postet es auch rein. Hilft mir, hilft anderen, die auch dran sind, beziehungsweise ja, könnt ihr mir auch reinschreiben, ob ihr dann vielleicht dann noch detailliertere Guides von dem Ganzen sehen wollt oder nicht, oder weiß ich nicht. Je nachdem, wie ihr dazu steht. Ja, das war's mit dem Video. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.